Ja, ich hab eine. Also ich hab meine extra, bevor ich da reingegangen bin, Guck in meinen Vogel rein. Ja, ich hab's vergessen. In meinem Vogel. Welcher denn? Hier, wo bist du? Haus. Warte. Oder wir gehen mit einer Sichel rein. Hey, die Sichel macht gar nicht so wenig Damage. Oder eine Fackel. Dankeschön. Na, wir zünden sie an. Mach mal einen Fackelzug. Na gut, dass ich nicht mit Guardian noch die zweite Runde gemacht habe. Warum steht mein Pit auf einmal hier? Keine Ahnung. Du hast deine Eier ausgepackt. Oh mein Gott, sind das viele. Was hast du gemacht? Das sind 2 Tage. Okay. Eier. So, noch Babyparty. Haben wir irgendwo noch ein Bino-Glas und so? Keine Ahnung. Und eine Fläschchen? Sag bloß, du hast das Bino-Glas mit dir. Ja. Was wolltest du sehen? Weiß es nicht, ich hab's vergessen rauszutun. Ich wollte mir die Haare von der Brutmutter von Nahem anschauen. Du wolltest du stehst auf haarige Beine, oder wie? Übelst, Marco, übelst. Das ist voll geil. Oh, dann muss ich echt mal besuchen kommen, dann kannst du mir mal einen Pelz kraulen. So richtig hart, dass du so richtig schön reingreifen kannst. Oh ja, komm. Und dann am besten noch so wie bei einem Kumpel von mir, da können Ameisen drin überwintern. Oh, okay. Mann. Was wir sagen, das immer, der hat so eine starke Beinbehaarung, dass wir sagen, da können Ameisen drin überwintern. Oh. Oh. Was? Nee. Was kann ich denn dafür? Wie schaut's denn eigentlich mit Fleisch aus? Haben wir noch genug da, das war? Ich glaube, wir haben gar nichts mehr da. Naja, vielleicht noch, da ist noch ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch. Da ist gar nichts mehr. Dann sollte man Fleisch holen gehen vielleicht. Noch ein bisschen Fleisch. Warte mal, unser Wächter des Sees hat doch bestimmt Tonnen an Fischfleisch in der Tasche. Oder auch nicht. Mensch. Haben wir noch fertige Kantins? Garantiert nicht. Oder, also oder wenn, liegen sie Fabrikator. Ob da ein Fisch ist? Ah, da ist Edward hier. Der hier, was? Der hier. Mein Edward. Der hier steht? Mein Terry. Der da im Haus steht, ist meiner, das ist er. Nee, dieser Edward, der hier steht. Wo stehst du denn? Ja, hier ist immer gut. Ja, hier. Frag nicht so doof, hier. Ja, dann komm ich mal hier hin. Ah, da ist mein Edward. Ah, da komm ich mit. Ja, wo kommt denn jetzt diese komische Möbel hierher? Von Laura. Von April. Nein. Ich hab nicht so eine hässliche Möbel. Ey, sag nichts gegen meinen Schatzi. Alles klar. Lassen wir das. Ich hab nicht so eine hässliche Möwe. Oh, Leute. Wir können ja beim nächsten Mal einfach Tobi seine Spino-Eier-Armee auf die Brutmutter hetzen. Einfach die mit den Eiern abwerfen. Genau. Die können sie mit Eiern zuballern, bis sie um Gnade winseln. Ja. So wie dein Schreckei. Yep. Ja, mit Eier zumauern, dass ich nicht mal bewegen kann. Ja, das hätte auch eine Idee. Das ist so doll leck, dass er gar nichts mehr kann. Das ist aber unfair, dann kann Kogi auch nicht mehr mitspielen. Warum? Ja, wenn es schon so leckt, dass die Brutmutter nicht mehr vorwärts kommt, dann kommst du erst recht nicht mehr dazu. Achso, ja. Was soll ich denn dann sagen? Gut, ich habe nicht mit dem Laptop gespielt, aber... Hab nur ein zusammengewürfeltes etwas. Scheint aber gut zu funktionieren. Das würde aber wahrscheinlich auch echt lustig aussehen, wenn ich wieder als Glitchy durch die Gegend rumfliege. Oh ja, dann hätte man die Brutmutter heute aber geschafft. Ja. Ja. Sie hätte dich nicht erwischt. Tobi, willst du mich kurz bewusstlos schießen und mir wieder ein Headset auf den Bauch malen? Ja, stimmt, nee, hätte ich das mal gemacht. Das mache ich wann anders. Warum? Ich wollte gerade sagen, dann nimmt die Keule.
Warum nicht heute? Weil ich mir erst weil er sich noch was Besseres überlegen will. Du sollst ein Herzchen wieder malen. Aber dann die gelbe Keule. Ich weiß nicht, ob das Herzchen gerade verdient hast. Aber ich hab war doch ganz lieb. Echt? Wann? Ein neues Rex-Baby. Oh. Und du hast vorhin ein voll liebes Bild von mir gekriegt, ja? Hey, guck mal, da ist doch noch ein paar Kantinen. Besprechung? Aber immerhin, diesmal habe ich die Brutmutter gesehen. Wann, letztes Mal nicht, oder was? Nee, beim letzten Mal hat es mir doch nicht mit reingeportet, als wir es bei Mikoja gemacht haben. Oh. Okay. Da ist doch mein Spino reingeportet worden und ich stand dann draußen doof rum. Und durfte dann mit ansehen, wie mein armer Spino gestorben ist. Mein armer Sodom. Ich hab's nicht mal gesehen. Kam ja nicht mal rein. Yep. Also eine Serverbegrenzung von 20 Leuten und 21 Leute sind da, ist ein bisschen doof. Was ich viel lustiger fand, als sie die Bosse da gemacht hat, war, als sie ihr die Gigas geholt hat. Oh ja. Die Gigas draußen standen. Oh ja. Die hat so auf der Zunge gelegen. Hey Koja, kleiner Tipp. Die Viecher gehen da gar nicht rein, aber nein. Es war viel lustiger mit anzusehen, wie man da einfach sinnlos reingerannt sind. Ich fand's einfach voll lustig, weil einfach du siehst, seid ihr schon drin? Ja, warum? Ja, wir stehen noch draußen. Ja, Giga sind noch nie zur Brutmutter reingegangen. Haben sie einfach mal richtig gut verarscht im Chat. Das war nicht die Brutmutter, das war der Affe. Stimmt. Vom Affen. Und dann kam das mit den Dödis. Genau, dann haben wir den Affen das zweite Mal mit Dödis probiert und das hat dann interessanterweise irgendwie funktioniert. Was? Ja, das mit den Dödis hat funktioniert. Die Dödis haben sich ja dann eingerollt und haben sie weniger Schaden gekriegt und wir haben quasi mit Raketenwerfern und pure Feuerkraft, die den Boss umgenietet. So, als nächstes züchten wir dann Dödis. Na gut, das haben ist ja quasi schon da. Was nehmen wir dann für den Drachen? Ne, dann nehmen wir jetzt Pfeil und Bogen in der Hand und ab zum Drachen. Den Drachen könnte ich mir auch noch lustig vorstellen. Na gut, Tobi, du hast ja schon mal dich ein bisschen schlau gemacht, was die Boss-Taktik angeht. Also wenn du so machst, sind sie alle einfach. Wenn du so wie machst. Die Taktik. Ja. Also nicht einfach boom, drauf, sondern mit Taktik. Mit Tick-Tack. Also nicht so wie wir. Ja gut, das Bumm und Rauf hat doch geholfen. Wir sind lebend rausgekommen mit der Taktik. Hat funktioniert, sie ist zwar nicht gestorben, aber wir leben noch. Und wir sagen, sie ist nicht gestorben, wir aber auch nicht. Ich fand es jetzt richtig gut so. Sie ist weg. Die hatte Angst, die wusste, dass sie stirbt und ist dann hat sich dann in der Hosen gemacht. Ja, die hat Angst gekriegt. Zu ihren Babys zurückgegangen. Wir haben die ausgequetscht. Bin ich rausgeflogen? Noch nicht. Noch steht sie da. Sind die schon fertig, deine Alu-Eier? Deine Alu-Eier sind schon fertig, oder? Ich sammle sie gerade auf, damit sie nicht alle gleichzeitig schlüpfen. Warum denn das? Weil ich mir die Werte angucken will. Oh, ein Spino. Haben wir doch mit unserer Spinos auch schon gemacht. Shooter Game crashed. Marco, kannst du bitte warten, bis du die Babys rausschmeißt? Ja, kann ich machen. Haben wir genügend Fleisch? Ich bin gerade etwas. Irgendwie mittlerweile nicht mehr so ewig lang, bis ich auf dem Server bin, ne? Oh, Update. Ist nur die Mod. 500 KB, jo, fertig. Ja, das ist nur die, Brücken. Die Brückenmod.
Aber da müssen wir den Server nicht updaten. Das funktioniert aus irgendeinem Grund ohne Mod-Konflikt. Okay. Übrigens haben wir heute wieder den tollen Mittwoch, wo ich länger da bleiben kann, weil ich morgen erst um 9:30 Schule habe. Och, verdammt. Ich dachte, wir haben heute wenigstens Ruhe nachher. Nee. Ich hab morgen die ersten beiden frei. Ach, meine Ruhe. Deswegen ist es ja so gut, dass wir mittwochs den Stream machen, weil ich donnerstags immer die erste oder die ersten beiden frei habe. Hm. Und ich dann halt erst um 7 Uhr. Der Termin hat sich halt damals irgendwie so. Hat uns das überlegt? Ja, aber ich hatte damals ja schon gesagt, der einzige Tag, wo ich wirklich kann. Ja, den Mittwoch hatten wir uns aber schon weiter vor überlegt. Das war noch im noch Anfang Dezember. Da hatte ich Tobi, Samonas und Rocky, hatten wir uns zusammengesetzt und hatten uns überlegt, wie wir das zukünftig weitermachen wollten. Und da hatten wir halt gesagt, wir machen es Mittwoch, weil Mittwoch der Tag ist, wo Koja nicht streamt. Ja. Und dann ist ja das erste hier mit dem Server entstanden und mit dir und dann ist Rocky und Samonas weg und naja. Man muss ja dazu sagen, es ist ja eh nur noch nächste Woche. Wie? Achso, dann, hä? Ich habe nur noch diese und nächste Woche Normalschule. Das sind meine letzten zwei Wochen Schule. Achso, ja, stimmt, wollte gerade sagen. Ich habe am 8. Mai meine erste Prüfung. Ja. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und danach habe ich keinen regulären Unterricht mehr. Ja, und während der Prüfungszeit brauchst du dich hier im TS nicht sehen lassen. Ich kick dich vom Sorgen. Warum denn? Du hast zu lernen, Mädel. Ganz wichtig an alle Zuschauer. Schule ist wichtig. So, moralischer Aspekt vorbei, Kollegen, jetzt können wir wieder schweinisch werden. Die Kollegin hat sogar von Marco angekackt, obwohl sie einen 1er Schnitt hat. Und? Wir haben auch ein Abi mit einem 1er Schnitt, ich darf das. Oder was halten wir für Streber, ey? Ich hab einen erweiterten Realschulabschluss. Ich mach halt bei Fachabi. Und wenn du mit deinem Job glücklich bist, ist das doch genauso okay. Solange man sich mit dem Abschluss, den man hat, das erreicht, also solange man damit das erreichen kann, was man erreichen will, ist ja alles. Und das, gut. Was ich wollte, musste ich halt ein bisschen mehr machen. Ja, wenn du auf die Uni willst, brauchst du halt ein Abi. Und für einen ordentlichen Informatikerabschluss brauchte ich ein Uni. Naja. Ja. Mhm. Und bei mir ist es der Fall, mir bringt ein staatliches Abi nichts in meinem Bereich. Da könnte ich zwar auf die Uni gehen und sagen, okay, ich mach Biochemiestudium. Kann ich aber genauso gut auf der Fachhochschule machen und mir ein Jahr sparen. Und die deswegen. Frage ist jetzt, gut, ein bisschen Fleisch hätten wir ja. Muss ja erstmal durchbringen, bis man. Muss ja erstmal einer stehen bleiben, ne, von allen, was man. Ich wollte gerade sagen, also. Ich sag mal, bleiben stehen. Ja, gut, da sind aber auch nur zwei Eier. Ja. Bei meinen Alus wird auf jeden Fall einer stehen bleiben, denke ich mal. Bei den anderen mal gucken, was bei rumkommt. Je nachdem, ob eine Farbe wieder kommt, was ich noch nicht habe. Achso, ihr habt übrigens eine 50-50 Chance auf den höheren Damage-Wert beim Rex, ne? Was? Wenn ich das gewusst hätte, hätte Killerkrümel sterben müssen. Ja, 373%. Ja. Muss mal eben reloggen. Also ich bin bei Loading Mods. Ich überlege gerade, ob es irgendwie ein Tier gibt, mit dem man die zum Beispiel die Brutmutter tanken kann. Mit einem ordentlichen. Rondo. Rondo geht nicht rein. Parazer geht auch nicht rein. Die wenn Parazer reingegangen wäre, hätte ich einen Gatling Gun oben drauf gestellt und die Brutmutter abgeballert. Mammut? Mammut ist kein Plattformtier. Mammut könnte gehen. Diplo müsste auch gehen. Das Problem ist, man braucht halt wirklich mindestens mal einen lilanen Sattel oder sowas. Ja. Das ist Mammut. Jetzt war alle auf einer Seite vom Diplo und knallen von oben runter. Ich weiß gar nicht, nimmt man selber Schaden, wenn man am Diplo dranhängt? Auf dem Beifahrersattel müsste man wahrscheinlich Schaden kriegen. Und ich sag mal, wenn wir einen Mammut machen und das Leben leveln, dann. Ja, die Frage, wie hoch so ein Mammut kommt auf Leben. Was hatten denn die Mammuts, die ihr gemacht habt, so als Ausgangslebenswert gehabt? Müssen wir nachgucken. Sind jetzt noch nicht auf Leben gelevelt gewesen und haben etwas über 10.000. Na gut, dann sind unsere Rexe natürlich schon besser. Die Rexe kommen mit 15.000 Leben noch in Imprint raus. Wir können auch eine Rex-Armee machen, die tankt.
Ja, aber wie gesagt, es dürfen nicht mehr als 20 sein und... Ja, mach mal 10 Rexe. Picken die drauf und wir nehmen alle Waffen. Was kriegt denn der Rex beim Leben dazu? Ich glaube 150, 200. Hm. Kommt, aber ich weiß es nicht genau. Ich weiß halt nicht, wie viel der bei dem... Der kriegt ja prozentual drauf, ne? Ja, prozentual vom Grundwert. Dann kriegt er mehr drauf. Also das Mammut, das eine hier, das kriegt knapp 400 pro Level up. Dann kriegt der Rex mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der kriegt 500 mindestens. Ja, die haben ja nach dem Imprint kommen die mit 15.465 Leben raus. Eben. Ja, Imprint ist ja nicht, das ist ja das Gezähmte. Ja, ja. Meine oben haben Imprint, muss mal gucken. Na, einfach mal probieren. Und jetzt fangen wir noch ein paar Mammuts und mal. Nashorn? Ich hab doch oben gezüchtete Mammuts stehen mit 100%. Die nicht gelevelt sind. Ja, notfalls müssen wir halt noch ein paar fangen und mal gucken, was so an Wert kommt. Ich halt gerade. Oder ob unser Tankschildkröte rangehen. Das ist ja auch mal Style, ne? Ich weiß es nicht, man sagt immer, man geht in der Schildkröte, weil die durch den Panzer einen Rüstungswert hat. Die weniger Schaden nimmt. Da haben wir auch lustige Sättel zu. Aber noch keinen hohen Blutdruck, das ist das Problem. Zumindest haben wir keinen hohen Blutdruck, ich weiß nicht, ob, ja. Du kannst Babys rausschmeißen, bin da. Ich bin gerade auf im Eisbiom und hol mir den roten Blutdruck mit Kringel. Okay, ja, ich muss eh meinen Kompositbogen holen. Du hättest Chili nehmen können, ne? Wärst du schneller da gewesen. Ach, das Ding ist ja eh noch nicht unten, von daher. Okay. Oh, ich war gerade vollkommen weg. Was man auch nicht vergessen dürfen, wir haben ja für die Rexe auch keine guten Zettel gehabt, ne? Ja. Ich hatte einen weißen gehabt. Ja, ich habe halt, die einzige, die einen hohen hatte, war ich. Und der hat auch nur 63. Na, immerhin, der hat's mit rausgebracht. Hm? Immerhin, der hat's mit rausgeschafft. Der Sattel, ja, den habe ich noch. Ich hab mein Kostüm verloren. Ja. Findest ein neues. Aber, Tobi, keine Sorge, ich habe ein Birthday-Kostüm. Für einen Rex? Und einen Hexenhut. Hexenhut haben wir auch. Aber halt, ja. Ich will auch ein Birthday-Kostüm. Na dann, geh suchen. Trüffelschweinchen, such. Ein Knochenverband-Skin und ein Knochen-Giganotus-Skin. Ich wollte dich gerade in den Erdboden gleich machen, in dem Moment, wo du angesprungen kamst. Ich muss noch kurz Munition holen, dann können wir anfangen. Was sitzt denn hier? Oh, Wahnsinn, das hat sich voll gelohnt. Möchtest Venus gucken? Hast du jetzt schon die Babys rausgeschmissen? Nee, der Lootstrahl. Achso. Ich seh's gleich. Komm auch gleich zurück. Tito. Ja, die Spinos brauchen noch ein bisschen. Die Rexe auch. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann, wenn die Spinos auf irgendein Tier sitzen. Es gibt gut XP. Ich wäre fast in die Ich will sie Spinos umbringen sein. Wieder. Das darf ich wieder töten? Das weiß ich, dass du das willst. Ja. Außer es kommt wieder ein Türkiser raus. Dann setze ich mich aber nochmal auf Guardian. Dann müssen wir den Faxel durchmachen, rausholen, ne? Mhm. Und ich gehe mal kurz runter und holen. Naja, sonderlich lang brauchen die Spinos jetzt nicht mehr. Nee, Sam. Doch, hier, drüben ist schon einer bei 1,6%. Haltet sie mal zurück, bis ich mit dem Rondo da bin. Spino. Hier ist 1,7. 0,4, 0,3, 0,7, 0,5. Ist ja schon am Aufheben. Ja. Hä? Bei mir waren die erst bei 3,7. Was? Bei uns nicht. Nee, ich hab ganz viele. So, ich lahm jetzt einfach mal den Faxenlurch von Sarah aus. Dann legst du mal in den Kühlschrank, dass Tobi seine Eier hat. Ich hab meine Eier immer in der Hose. Nee, hast du nicht, die hängen über meinem Bett. Das ist ganz schön haarig beim Aufwachen. Deine hängen noch neben dran. Aber gut, du stehst ja auf haarige Sachen, haben wir ja vorhin schon festgestellt. Oh, Marco!
Also ich finde es eigentlich eklig, so Schafhaare im Mund zu haben. Ich habe es jetzt noch zivilisiert ausgedrückt, ja. Noch kein 10, ne? Hä? Ist noch kein 10 Uhr. Ja. Aber fast. Meins raus, Tobi. Rondo kommt hier, ich hab da mal was vorbereitet. Hm? Ich hab hier ein Faxenleuchte vorne hingestellt. Ah, ihr sitzt schon. Ja. Aber doch, Rondo ist noch nicht da. Kommt doch gerade. Doch, ist er. Kannst rauswerfen. Könnt ihr nicht erstmal alle schlüpfen, dass ich sie auch sehen? Nein. Kannst du noch mit dem Fernglas reingucken? Ich guck mit Fernglas rein. Ich seh's nicht. Oh. Die, wo gekillt werden, die brauchst du eh nicht angucken. Die sehen genauso aus wie die vorhergehenden. PvP ist aus. Ah, stimmt. Da war was. Gut. Dann nichts mit XP. Verhungern lassen. Verhungern mal lassen. Ja, oder wir starten nochmal kurz neu. Ja. Kann man auch machen. Weil da jetzt verhungern lassen, das dauert ja Ewigkeiten. Und dann haben wir hier 3 Millionen Babyviecher stehen. Und das brauche ich auch sagen. Na gut, dann würde ich aber sagen, bevor wir jetzt. Alter, ist das laut! Wollte ich aber sagen, bevor wir jetzt den Server neu starten und alles, beenden wir mal auch ein bisschen vorzeitig mal den Stream. Wir haben ja schließlich das geschafft, was wir erreicht haben. Wir haben Cookies Weißen Reck getötet. Ja. Der sollte ja auch sterben. Und meine Kalikotherien, die Müll waren. Genau. Also. Hast du jetzt schon gespeichert, Tobi? Jupp. Dann speicher nochmal die Rex-Eierlagen nämlich noch. Genau. Bin ich gerade ausgedruckt. Aber der speichert sowieso beim Runterfahren. Ja. In diesem Sinne würde ich mal sagen, ja, war ja recht erfolgreich. Zumindest 2 von 3 haben wir geschafft. Mal gucken, was wir nächste Woche anstellen. Am 3. immer noch. Ja, an den 3. immer noch. Müssen wir noch ein bisschen hochdrehen vielleicht. Oder den Boss ein bisschen runterdrehen. Gucken wir mal. Irgendwas lassen wir uns noch einfallen. Hochgedreht. Da war zu leicht. Sie hat Angst gekriegt und ist weggerannt. Genau. Na gut, also dann. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Sonny, du hast nur auf Island gemacht, ne? Was? Ja, ja, nur auf Island, klar. Also ich hab mich ausgelockt. Mir auch. Ah, das wird dann jetzt echt interessant mit Schneiden. Ich muss den Video runterladen und irgendwie die Stelle rausschneiden aus dem Gesamtvideo. Ich komme gleich wieder.